Hey, was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Dishonored 2. Ja, der Beta-Patch auf 1.2 ist draußen und es gibt einige Neuerungen. Das ganze Menü im Bereich Grafik wurde verändert, da sind zusätzliche Einstellungen und es ist einiges gefixt worden, Bugs sind behoben worden und einiges. Wow. Einiges mehr. Die kompletten Patch Notes findet ihr unter Steam Dishonored 2 Patch Notes. Und wie ihr zur dem Beta Update kommt, ist in der Videobeschreibung als Anleitung. Und es steht aber auch dort in den Patch Notes. Da könnt ihr es gerne nachlesen oder lest es bei mir nach. Und schauen wir mal. Ich habe das jetzt mal alles so eingestellt, wie ich denke. Und es sieht eigentlich ganz passabel aus. Mal gucken, ob es gleich ruckelt oder wie auch immer. Euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Und wir machen weiter. Wir sollen immer noch dorthin. Zu Vakus Tagebuch. Und mal schauen. Wir haben ja auch noch zwei Safe-Kombinationen. Beziehungsweise eine. Und ja, schauen wir mal. Und ich glaube, ich habe auch irgendwo unten ein Gemälde vergessen. Da muss ich gleich nochmal schauen. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. So. Der schläft da. Da haben wir Blutfliegen. Müssen hier mal schauen, nicht dass wir hier noch Überraschungen erleben. Restricted Area, okay. Da gehen wir gleich hin. Okay, dann scheinen wir hier alleine zu sein. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Da haben wir noch sowas, können wir nicht nehmen. Spielen wir mal. Wen haben wir da denn? Warum? Sie müssen etwas wissen. Ja, ich guck gleich. Ist nichts weiter. Da. Was haben wir hier denn? Haben wir jetzt einen Schlüssel? Siehst du, dann können wir ganz nach oben. Bücher, Aufzeichnung, tralala. So, schnacken wir mal mit dem hier. Ich sehe Graham. Kann ich nicht mit dem reden? Hallo? Hallo. Tja, dann haben wir ihn umgebracht. Egal. So. Chloroformflasche. Na, Blutfliegen. Sonst ist hier aber auch irgendwie nichts. Ja, da gehen wir gleich rein. Schauen hier, ob wir. Was? Mehr als schwarzer Husten. Okay. Eine vollständige Liste der Symptome durch das Einatmen von Staubpartikeln in der Luft. Ja. So, sonst scheinen wir hier nichts zu haben. Hier haben wir noch was. Brief an Patienten mit
Blutfliegenfieber. Meine liebe Albina. Ja. Jeremy, okay. Armbrustbolzen sind voll, Pistolen sind auch voll. Bevor wir da reingehen. Aber plündern hätte ich gewollt. Hier schauen wir nochmal. Elfenbeinschnitzerei. Silberbahn. Feigenwein. Alte Notiz von Dr. Hepaja, Vasco. Heute war es anstrengend. Ich schätze, die Flut der Patienten wird ab morgen auch weiterhin über uns hereinbrechen. Es wäre hilfreich, wenn Sie einen Triage-Bereich einrichten können. Schicken Sie mir nur dringende Fälle, besonders mit Bronchialproblemen, schwarzem Husten, Entzündungen oder Kinder mit Husten oder schweren Verletzungen. Diese muss ich sofort behandeln. Könnten Sie sich um den Rest kümmern? Ich vertraue Ihrem Können wie mein eigenen. Unsere kleinen halben Urlaubstage müssen wir auf nächsten Monat verschieben, danach aber ganz gewiss. Alexandria. Naja. Erinnerung, Einkaufsliste, da haben wir auch noch was. Vierter Tag im Monat der Erde, 1851, Vasco. Meersalz, bla bla bla. Okay, wer sonst noch was? Vascos Tagebuch. Oh Gott, viel zu lesen. Und natürlich der Safe. Jetzt müssen wir nochmal. Hoffentlich ist das da drin. Die Kombination nochmal wissen. J. Missionshinweise. 183. So. Jawohl. Dieses Mal muss es klappen, ich bin sicher. Die Dosierung stimmt und ich habe nur eine einzige Chance. Alle festen Zutaten darunter, die Aluminiumsalze gemeinsam zermahlen, erledigt. Etwas Eiweiß hinzufügen aus der Küche muss nur diskret sein. Erledigt. 2 Wochen. Lichtgeschützt im Tresor aufbewahren, um die Basis des Serums zu aktivieren. Eine halbe Spritzenladung mit verunreinigtem Blut eines verseuchten Menschen Leichnams hinzufügen. Wenn Dr. Pescher bei Verstand wäre, würde sie hier wohl widersprechen. Aber seit die Garde, dass Adamine abgeriegelt hat, wurden mehrere Männer von Blutfliegen getötet. Sie könnten genauso gut dem Allgemeinwohl dienen. Alle vorherigen Blutproben waren vielversprechend. Ich darf mich nur nicht vom Hausmeister erwischen lassen. Finale Mischung erhitzen, sobald wie möglich injizieren. Okay. Vascos Notizen. Nimm die Spritze. Haben wir hier eine Spritze? Ich soll eine Spritze nehmen. Welche Spritze? Irgendeine Spritze? Da. Spritze. Ah, okay. Mal sehen, was wir hier noch haben, außer der Spritze. Nehmen wir noch so ein. Spülen wir erstmal ab. Das ihr nicht einmal bewusst ist. Es war schon immer da, in ihrem Geist.
Es übernimmt sie und zwingt sie, mehr von dem Originalserum zu nehmen. Mit gewisser Regelmäßigkeit. Der Herzog hält sie hier gefangen. Und wenn ich recht habe, gibt er ihr niederträchtige Aufträge. Hypatia ist der Kronenmeuchler aus den Zeitungen. Sie geht und kehrt mit blutigen Fußspuren zurück. Aber es gibt ein Heilmittel. Ein Gegenserum. Ich will es ihr verabreichen, sobald ich meine Notizen aus dem Safe in der Krankenabteilung habe. Hallo? Oh, Alexandria. Ich habe gerade... Sie sind es. Ja, Vesco, mein Liebster. Sie wurden entdeckt. Und nun stehen ein paar Experimente an. Ich sorge dafür, dass es angenehm wird. Oha, alles klar. Dann schauen wir hier noch kurz rein. Letzte Nacht kam sehr spät noch eine Patientin und klagte über Sand in den Augen. Die gute Frau Doktor. Endlich. Also übernahm ich den Fall. Bla 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 bla. So. Gesundheitsserum. Erhalte infiziertes Blut. Okay. Da hinten soll sie rein. Dann schauen wir mal. Spähen wir erstmal. Haben wir nach Brand geschossen? Brandgeschosse haben wir natürlich nicht mehr. Haben wir irgendwas Brennbares? Chloroform. Irgendwas Brennbares hier? Messkolben, Reagenz. Ja, das kann ich alles nicht mitnehmen hier. Ist ja schade. Hier haben wir auch noch so einen. Ach, das ist hier für die ganze Anlage. Überall Musik. Ich brauche da nur was Brennbares. Haben wir hier nicht irgendwo was Brennbares? Hier, das ist doch brennbar. Zack, so. So, haben wir jetzt alles? Unten ist immer noch eine Rune. Machen wir das auch auf. So. Körper benutzen. Hoffentlich haut das hin. Schauen wir mal, was da passiert.
Ah, okay. Heilmittel benutzen. Um ihretwillen hoffe ich, dass es klappt. So, benutze die Spritze bei Dr. Hapeja. Okay. Jetzt müssen wir die nur noch finden. Da hinten irgendwann. Zum Kronenmeuchler. Aber vorher gehen wir noch einmal kurz nach unten. Ich wusste es. Hier ist noch ein Bild. Der Herzog von Zarkonos. Ja, ja. Ach, da sind die Hunde. Die lassen wir mal am Leben. Ah, hier ist auch der Fahrstuhl, okay. So. Schauen wir mal. Wo die Gute hier ist. So groß ist Edemar nicht. Ich kriege sie. Nein, nein, nein! Nicht ins Bett! Ich gehe nicht. Ich geb's nicht zurück. Ziel gerettet, jawohl. So, und jetzt? Doktor? Ja. Tut mir leid. Mir geht's nicht so gut. Vielleicht habe ich mir was eingefangen, als ich mit ansteckenden Proben hantiert habe. Nein, sie wurden vergiftet. Aber es müsste jetzt besser werden. Ich habe alchemistische Notizen gefunden und ein Gegenmittel gemischt. Vergiftet? Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Wenn Sie ein paar Tage Ruhe brauchen, kommen Sie zu uns. Ich wohne mit einem Freund auf einem Boot, der Dreadful Whale. Okay. Wachturm deaktivieren, das müssen wir noch machen. Und natürlich die letzte Rune finden. So wie mir scheint, laut Herz, ist sie im Keller. Ich muss mich ausruhen. Ja, ruh dich mal aus. Wachturm, da ist er. So. Ach, hier ist doch so ein Ding. Zack.
So. Weg damit. Jetzt habe ich mich irgendwo gestochen. Das haben wir auch geschafft. So, das war der Wachturm. Ah, hier, wir haben doch hier so einige Sachen. Hier haben wir noch einen Bauplan, siehst du mal. So. Haben wir noch was? Irgendwelche Aufzeichnungen oder so? Irgendwie nicht. Wir schauen hier nochmal rein. Das hatten wir alles. Okay. La 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 la. Da, hier haben wir doch was. So, hier. Zack. Nehmen. Das passt. Megan Foster, 85 Meter. Ja, aber vorher fahren wir noch mit dem Fahrstuhl. Der ist ein oben. Wir müssen ja irgendwie in den Keller kommen. Ich glaube... Oh, ist das laut, ey. So, wir sind ganz unten. Und ich glaube, diese Dinger müssen wir kaputt machen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oha. Fundbüro, Tatsache. So, schauen wir mal, was wir hier noch finden. So, Herz raus, da ist sie. Zweiter Tag, Monate der Saat 1810. Guß. Bla bla bla. Ja. Rune, jawohl. Zwölfter Tag und so weiter und so weiter. Goldbarren natürlich. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Und natürlich ein Gemälde. Jawohl. Zettelage. Sonst noch irgendwas, was nicht nied- und nagelfest ist? Ja, wir müssen hier auch nur irgendwie rauskommen. Den Weg nach draußen gibt es hier anscheinend nicht. Muss ich hier wohl doch hoch. Schauen wir mal. Die schlafen alle. Wie kommen wir denn jetzt hier am besten raus?
Siehst du, ganz nach oben müsste ich eigentlich auch noch. Da komme ich jetzt natürlich nicht hin, ne? Doch, da laufen wir nochmal eben hin, durchs Treppenhaus. Treppenhaus ist hier. Wir müssen ja einmal ganz nach oben. Das hätten wir mal vorher machen sollen. Da haben wir endlich den Schlüssel. So, hier nämlich. Da hatten wir diese Dinger entschärft. Fällt mir jetzt gerade ein. Die sind auch noch entschärft. Und jetzt kann ich hier aufschließen, weil wir haben ja den Schlüssel. So. Mal schauen wir mal, was wir hier noch finden. Help ins Quartier, jawohl. Kupferdraht. Ich stelle mir vor, wie darin die Gesichter unserer Widersacher zerquetscht werden. Armbrustbolzen. Oh, noch ein Bauplan. Kupferdraht, Armbrustbolzen. Lalalala. Ja, schön alles. Alles wegklauen hier. Der braucht es ja eh nicht mehr. Ja, schade. Schade, da ist nichts drin. Hamilton Tagebuch. Bla 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 bla. Ja. Noch irgendwas hier? Scheinbar nicht. Gut, dann denke ich, haben wir alles. Ja, ist ja gut. Gut, dann machen wir uns auf den Weg nach draußen. Hier ist auch nichts mehr zum Nehmen, alles klar. Megan Foster, so. Kommen wir hier außen lang? Hoffe ich mal. Hier wollte ich noch gucken. Ja, ja. Leg dich mal hin. Wir hätten ja auch von da dann irgendwie rauskommen können. Ich schau mal, ob hier noch was zu finden gibt. Und dann ab dafür. Gut, hier gibt's nichts mehr. Können wir hier weg? Es gefällt mir hier nicht. Bereit? Na klar, bin ich bereit. Ja, gehen wir zurück zur Dreadful Whale. Was ist passiert? Hypatia war der Kronenmeuchler. Das ist unmöglich. Sie brachte sich eine falsche Mixtur ihres Serums zu spritzen. Es hat sie verändert. Aber es gab ein Gegenmittel, darum lebt sie noch. Wenn sie sich an die Morde erinnert, muss sie damit leben. Und Sokolov? Sie haben ihn zu einem Mann namens Kirin Jindosh gebracht. Des Herzogs Großerfinder.
Angeblich brillant. Noch ein Genie. Genau, was wir brauchten. Jawohl, und damit sage ich recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sind durch mit der Mission 3, die gute Frau Doktor. Und Zivilisten getötet 0, Gegner getötet 8, insgesamt getötet 8. Alarme ausgelöst 0, Leichen entdeckt 9, Erdeckung insgesamt 11. Und wir sind leiser geworden. Das ist doch schon mal gut. Jetzt schauen wir hier noch kurz. Runen 6 von 6, Outsider 1 von 1, Knochen 5 von 5, Münzen haben wir, Gemälde 3 von 3, Baupläne 3 von 3, sehr gut. So, versunkenes Wrack. Genau, da haben wir was gesehen. Gegenmittel hergestellt, verlassenen Keller, jawohl. Gut, dann denke ich bis hierher. Schaltet wieder rein, wenn es heißt Let's Play Dishonored 2. Macht einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, damit ihr keine weiteren Folge verpasst. Und dann bin ich jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao.